Oh, keine Ahnung, warum ich so niedrige Frames habe. Eigentlich dürfte ich sie nicht haben. What? Wo fahrt ihr denn jetzt rum? Fahrt da runter, ihr Idioten. Oh, die sind so blöd, da runter zu fahren. Das habe ich ja schon gesehen, als ich mal Einheiten da runter schicken wollte, ne? Vor ein paar Missionen. Oh Gott. Oh. Da hätte ich was das Kotzen bekommen. Also, wir haben da noch zwei Ölquellen. Die sichern wir uns jetzt erstmal alle. Dann haben wir da wieder ein neues Kraftwerk, das wir noch voll ausstatten müssen. Das ist 4 verbunden, das ist 4, das ist überhaupt nicht. Die Ölquellen haben wir, die 6 Stück. Boah, 6 Ölquellen, da nochmal 2 macht 8. Ich kann 6 plus 2 rechnen, ne? Haha, kniet nieder vor eurem Gott. Abgeschlossen. Habe ich das Kraftwerk aufgerüstet da unten? Ja. Das auch. Konstruktion abgeschlossen. Ja. Einwandfrei. Einwandfrei, einwandfrei. Konstruktion abgeschlossen. Jetzt habe ich auf einmal 30 Frames. Ne? Versteht eh keiner. Na komm, wär fertig. Ich brauche die Energie, habe ich das Gefühl. Vielleicht soll ich ja noch eine Fabrik bauen, oder kann ich im Einsatzgebiet eine Fabrik bauen? Ich habe keine Ahnung. Gott, ich hoffe wirklich, dass die Zeit verlängert wird. So, komm, wird fertig. Konstruktion abgeschlossen. Ich setz die Ölquellen da drüben noch. Ach, und ihr hört jetzt einfach mal auf, meine Befehle zu befolgen, weil ich irgendwie hier so... So. Ihr stellt euch mal da runter, warum auch immer. Euch zwei lade ich nochmal aus. Ihr müsst da noch eine Kleinigkeit für mich bauen. Und zwar eine Fabrik. Grundlagenforschung abgeschlossen. Mhm. Ah, Forschung, gut. Schau ich mir gleich an. Jetzt muss ich hier erst nochmal Fabrik bauen. Eine Fabrikation. Was? Fabrikation? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ich erfinde gerade neue Gegenstände, Sachen, Dinge, wie auch immer. Für den Fall, dass ich hier... Oder heißt es nur nach 18 Minuten verliere die Kontrolle über die Einheiten und Nexus gewinnt alles. Und das alles, was ich hier mache, ist jetzt völlig sinnlos. Ja, Videos werden länger, das ist doch auch was. Yeah, noch mehr Folgen. Ja, ich bin jetzt bald bei 150 oder so. Konstruktion abgeschlossen. Doch, ja, das, was ich gestern gespielt habe, habe ich noch nicht hochgeladen. Fertig. Ja, doch, könnten 150 drauf zugehen. Und ich überlege gerade, wenn tatsächlich Nexus hier die Basis und alles übernimmt, Konstruktion abgeschlossen. Würde das dann ja bedeuten, ich hätte hier überhaupt nichts mehr und könnte auch nur die Einheiten, die ich jetzt mit runternehmen, da unten haben. Oh Gott. Dann müsste ich aber eine Fabrik bauen können. Ja, auf jeden Fall. Ohne Fabrik ging das ja mal gar nicht. Konstruktion abgeschlossen. So, jetzt arbeitet die Energie aber volle Gun. Kann Gunne. Gunne, volle Gunne, Orte, was? Voll Gun. Konstruktion abgeschlossen. Ja. Ausgezeichnet, kriegen wir noch Energie. Ah, warte mal, gern noch ein wenig. Konstruktion abgeschlossen. Ihr fahrt mal wieder da runter. Grundlagenforschung abgeschlossen. Kann noch mehr forschen. Oh, ich kann noch mehr forschen. Boah, Gehärte Magnetfall MK2. Aufhängung mit Magnetgeschütz und Stellung mit Magnetgeschütz. Ich soll es vielleicht erstmal nachprüfen. Gebäudeforschung abgeschlossen. Verschießt Firestorm-Raketen? Achso, okay, das hat man ja. Waffenforschung abgeschlossen. Verschießt panzerbrechende Pfeile. Ja, ich hätte vielleicht, soll ich mal nachprüfen, ob überhaupt die Zeit verlängert wird, ne? Das wäre so die Rexing keine schlechte Igne. Macht 260 bei 12. Was macht mein Kanonengeschütz? 248 bei 40. Wir warten die Aufrüstung noch ab. Bauen momentan eh keine neuen Panzer, also von daher... Und ich hoffe wirklich nicht, dass ich da keinerlei Unterstützung mehr habe. Konstruktion abgeschlossen. Da würde ich jetzt so richtig viel sinnlos bauen, ne? Ja, doch, recht viel Sinnloses dabei. Egal. Hä? Achso. Eins und die zwei kommen dann noch ganz rechts hin und dann müssen jetzt die zwei. Egal, machen wir es so. Konstruktion abgeschlossen. So, rüstet auf, Jungs. Vielleicht brauchen wir es nochmal. Wahrscheinlich nicht.
Aber ich denke mal schon, dass die Zeit nochmal verlängert wird. Ich meine, in der letzten Mission, oder ist das noch gar die letzte Mission? Ich weiß es jetzt wieder nicht. Konstruktion abgeschlossen. Ich sag einfach mal, das ist jetzt die letzte, wo kommt und wird schon passen. Passt schon. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ah, herrlich, wir können noch mehr erforschen. Wir können noch Thermopol-Energiekelle 2 und Stellung mit Pulslaser. So, wer das fertig kommt. Komm. Abgeschlossen. Könnt ihr noch wegen helfen? Und wir haben ein neues Video. Neue Laserimpulse aus Laserlicht. Ach. Impulse aus Laserlicht. Jetzt echt ein Laser feuert mit Laserlicht? Puh. Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, ne? Was macht denn die so? 320 zu 15. Ist so langsam. Dafür habe ich eigentlich ja schon den Dings, ne? Schweres Geschütz ist ja eher dazu gedacht, ein wenig schneller zu schießen bei mir. Konstruktion abgeschlossen. Auch wenn es manche vielleicht nicht glauben würden, wollen technisch denken, ne? Ja. Ich deutsch, du nix. Konstruktion abgeschlossen. So, der Transporter ist dann voll und dann schicken wir die mal los. Ihr lasst es noch ein wenig reparieren und so, ne? Ja, oh, läuft. Es läuft. Gott, haben die da viel zerhackt. Und nein! Scheiße! Warum habe ich denn noch mehr Raketen? Warum kann ich keine neuen Raketen nachbauen, die einfach auf Nexus schießen? Das wird doch viel lustiger. Na kommt. Ich habe nicht ewig Zeit. Gleich kommt Einsatzziel erfolgreich oder so. Ja, jetzt können wir erstmal speichern wieder. Und zwar da. Und schick los das Ding. Oh Gott, jetzt bricht gleich die Hölle los. Die Hölle bricht los. Nein, noch nicht. Und wir haben wirklich keine Zeit mehr. Okay. Das ist jetzt zwar ein bisschen mies, was ich mache, aber mir egal. Ich erforsche erst noch ein bisschen was und so. Missionstimer aktiviert. Ja, das werden jetzt vielleicht einige von euch langweilig finden und irgendwie beschiss oder so, aber das ist mir scheißegal. Ich spiele hier auch schwer und so, ne? Und das ist also ich habe überhaupt keine Zeitanzeige mehr und das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen oder so. Oder gut, normalerweise startet es immer deswegen später oder so, ne? Ich bin jetzt selbst verwirrt, ne? Egal, ich erforsche lieber noch wegen. Die Zeitanzeige ist weg, das heißt, ich kriege 9 Zeitanzeige, also kann ich noch weniger forschen. Ganz einfach. Und wir sind schon auf 1,5, weil mehr gibt's nicht. Und jetzt schaue ich mal, vielleicht gibt's da doch noch Ölquellen, ne? Dann hätte ich noch mehr Energie. Aber hier gibt's scheinbar keine Ölquellen mehr. Na, oben gab's auch keine mehr, oder? Nein. Geizige Arschlöcher. Warum kann ich nicht selbst noch Öl bohren? Dazu bist du zu blöd. Da brauchst du erst einen Doktor in Ölbohrlototechnologie oder so. Dein Diplom-Ingenieur in Ölbohrungs... Was weiß ich. Da gibt's echt nichts mehr, ne? Langeweile hoch 10. Aber ich habe Fabriken, mit denen ich Einheiten bauen könnte. Grundlagenforschung abgeschlossen. Wenn ich Einheiten bräuchte. Grundlagenforschung abgeschlossen. Na also, wir rüsten noch ein wenig auf. Was haben wir denn erforscht? Achso, Aufhängung mit Magnetgeschütz. Und auf. Ne, Stellung mit Magnetgeschütz. Ha. Schade, dass man nirgendwo die Stärke der Stellungen sieht. Aber ich vermute mal, die ist identisch mit der von Fahrzeugen, also die Waffenstärke meine ich jetzt. Und wir sammeln noch Energie, das ist schön, schön, schön. Was ist da oben noch? Artilleriestellung, hm? Doch, ja, ich denke. So hier. Wäre doch eine super Stellung. Und irgendwie passt mein Ding hier überhaupt nicht zur Minimap. Also ich meine jetzt das hier, dieses weiße Ding in der Minimap, weil... Hier stehen gar keine Einheiten von mir und ja, es passt irgendwie nicht so ganz. Grundlagenforschung abgeschlossen. Kann noch mehr forschen? Nein. Aber hier oben könnte man schön Artillerie aufbauen, ne? Also, weil wenn man das so schaut, hat alles schön zentral im Blick und so. Da oben auch noch ein bisschen. Gut, da kann man jetzt keine raufbauen, also leider nicht. Es kann immer nur der Computer in der Mission
Ist dir das in Spielen schon mal aufgefallen, dass der Computer immer irgendwie am Anfang der Mission mitten in der Pampa Zeug hat? Ohne dass er da überhaupt hinbauen kann? Es waren denn da auch ein paar Missionen oder in Command & Conquer, da ist das auch. Da stehen wir mitten in der Pampa, wo kein Schwein irgendwas hinbauen kann, nicht mal wenn man Sandsack hinbaut. Trotzdem hat der Feind eine Verteidigungsstellung. Wie macht er das? Das wüsste ich echt gern mal. Was haben die Entwickler dabei gedacht? Ja, überhaupt nichts wahrscheinlich, ne? Das wäre auch möglich. Was macht denn die Forschung? Ah, sie läuft, sie läuft. Ah, haben noch ein Video? Nein, ne? Doch, wir haben noch ein Video. Gebäudeforschung Stellung mit abgeschlossen. Pulslaser. Yeah, hey. Teilungsstärke hoch, ne? Will ich ja wohl mal hoffen. Und da fällt mir ein, mir fehlt noch Noch das. 10 Minuten. Ach, interessiert mich ein Scheiß. Da fällt mir ein, wir haben, glaube ich, noch gar nicht den schweren Rumpf von Nexus, oder? Wir haben nur so leicht, so ein. Leichten, mittleren, aber schweren haben wir nicht, ne? Egal, bleiben wir bei diesen komisch grün, türkis, blau, was weiß ich. Ich kenne mich mit Farben super aus, ja. Ich könnte glatt Maler werden. ja, genau. Wer wollte schon nicht immer mal in Kotzbraun sein Haus angemalt haben? Ja, Kotzbraun vor allem. Was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun? Was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun? Ja, das ist unsere Rätselfrage für heute. Schickt mir eine Postkarte an Postfach 9096 Bonn oder so. Keine Ahnung. Schickt einfach mal los, mal schauen, was passiert. Oh, wer fertig? Fuck. Forschung Oh Gott, abgeschlossen. noch mehr zum Erforschen. Keine Ahnung, was erforsche ich da jetzt denn genau? Gehärtete Magnetpfeile MK3, verbessert Ladesystem von magnetgeschützten MK2. So viel Zeit habe ich doch gar nicht mehr. Egal, wir kriegen mehr Energie. Ich habe schon 62.000. Das ist wieder mal eine der richtig spannenden Stellen im Spiel, wo ich forsche. Also, ich finde es schon schön, wenn man ganz viel erforschen kann. Deswegen mochte ich auch Earth 2150 so sehr. Da kann man ja auch immer endlos lang forschen und. Ja, anstatt den Feind gleich am Anfang irgendwie mit den Raketen zu besiegen, habe ich auch immer erst bis Atombombe oder so in den Gefechten geforscht. Da ist immer noch einer kaputt. Forschung abgeschlossen. Kann noch mehr erforschen. Ja, ich kann noch mehr erforschen. Was kann ich da noch erforschen? Hoch Energie Laser Emitter MK3. Ja, jetzt werden die Namen langsam kompliziert. Wissenschaftlich. Aber sie sind immer ganz so lang wie früher. Und irgendwo eine Bamba stimmt meine Forschungslabore. Ja. Wenn da jetzt irgendwie der Feind mal angreifen würde, hätte ich ein echtes Problem. Okay, da unten kämen wir wahrscheinlich nicht rein, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es hat mich doch irgendwie überrascht, dass der Karte nicht nochmal irgendwie hier so nach da drüben oder so erweitert wird und dann steht da gleich die Nexus Hauptbasis direkt neben unserer Basis. Apropos, was ist überhaupt aus den Basen da oben geworden? Bisschen alle tot. Alles, was hier drüber ist, ist tot. Da lebt nie wieder irgendwas. Da ist auch kein Nexus mehr. Das ist alles weg. Deswegen greift uns auch nicht an. Boah. Die sollten echt höhere Geschwindigkeitsstufen einführen. So 2, 3, 4, 5 Nullen. Oder 10 Null gleich. Ah, wir wollen es mal nicht untertreiben. Jetzt habe ich irgendwie langsam Lust, Artillerie da überall hinzubauen. Völlig Sinn und Verstand entleert. Okay, was haben wir dabei? Wir haben drei Commanders dabei, ne? Kanonen, Kanonen, Tankkiller, 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 ja, sind alles Tankkiller, sind schwere Geschütze. Und apropos schwere Geschütze. Gibt's irgendwas leistungsfähigeres als meine Waffen, meine aktuellen Waffen? Es fällt mir aber früh ein, nein, nein. Das mal nachzuprüfen fällt mir echt früh ein. Echt früh. Nö, scheint aber nichts zu geben, was irgendwie mehr Bums hat, also. Mal abgesehen von der Artillerie, aber das ist ja eher nebensächlich. Du bist e ewig effektiv gegen Gebäude, deswegen habe ich dich ja dabei, ne? 20. Ist mehr geworden, oder? Ja. 33, naja, nee.